Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Apollo Justice Ace Attorney. Im letzten Part ging es los mit der zweiten Episode, der Wandel mit der Ecke, hieß er glaube ich. Und da haben wir schon herausgefunden, dass Phoenix hier aktuell gerade im Krankenhaus ist, weil er nämlich angefahren wurde und weil derjenige, der ihn angefahren hat, dann Fahrerflucht begangen hat. Und außerdem haben wir jetzt auch schon Trucy, seine Tochter, so richtig kennengelernt, die mit ihm gemeinsam die Talentagentur Wright & Partner führt. Nicht mehr die Anwaltskanzlei, sondern die Talentagentur. Aus irgendwelchen Gründen. Und wir sollen jetzt auf jeden Fall dahin wieder zurückkehren, weil Phoenix nah einen perfekten Mandanten für uns hat, den wir verteidigen können. Schauen wir gleich mal. Irgendwas passiert auf jeden Fall. Hey, hey, hey. Wie lange soll ich denn noch warten, hä? Ach, guten Morgen. Oh, weia. Hallöchen, Juicy-Püppchen. Klingt, als hätte es deine Alten ganz schön erwischt, hä? Ende gut, alles gut, glaube ich. Das ist unser Mandant? Oh, ja, der sieht ja schon aus wie ein Verbrecher. Das ist nicht so toll. Hey, das ist also dieser Apollo-Typ, ja? Ja, fast. Oh, ja, ich heiße Apollo. Schau ihn an. Steht mit hochgekrempelten Ärmeln da. Bereit zum Kampf. Ja, genau. Sie meinen das doch nicht wortwörtlich, oder? Der Boss hat Ihnen gesagt, was ich brauche, oder? Lassen Sie mich nicht hängen, Apollo. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Verteidigung. Das kriege ich schon hin. Verteidigung? Ist Ihre Nudel nicht ganz gar? Für eine Verteidigung ist es zu spät. Meine Burg ist erstürmt. Meine Habe ist geraubt. Mein Nudelstand ist weg. Nudel? Du kennst doch Herrn Eldun vom Nudelstand, Mensch, Polly. Das ist auch cool, dass sie uns übrigens Polly nennt. Wir haben auch da so einen eigenen Spitznamen bei ihr. Bitte keine Spitznamen. Ja, na, sagt schon. Bitte keine Spitznamen. Und nein, ich kenne ihn selbstverständlich nicht. Neu in der Gegend? Eigentlich nicht. Dann wissen sie ja, wo es die besten Nudeln der Stadt gibt. Bei Elduns Noodles. Also, ah, ich verstehe seinen Namen. Okay. Einfach rückwärts lesen. Eldun Nudel. Haha. Noodles? Also Nudeln? Wessen Nudeln? Meine Nudeln. Hilf mir doch mal eben. Juicy Püppchen. Das ist hier ein Guy Eldun. Unser Mandant. Okay. Guy? Einfach, das ist ja nicht gerade sehr kreativ. Vielleicht können sie uns über ihr Problem aufklären, Herr Eldun. What the... Was ist mit dem eigentlich los? Warum ist der so komisch eigentlich schon? In so vielerlei Hinsicht so komisch. Keine Ahnung. Und er heißt wirklich einfach Guy. Okay, also Nachnamen habe ich verstanden. Und ja, vielleicht soll es halt einfach darstellen, dass er ist halt einfach der Nudeltyp quasi, ne? Deswegen Guy, Eldun, Nudel, der Nudel-Guy quasi. Naja, Juicy Püppchen, für dich mache ich doch alles. Okay, Guy. Dann reden wir gleich mit dir. Wer sind sie denn? Also, sie betreiben einen Nudelstand, Herr Eldun. Ich heiße Guy Eldun. Und Nudeln sind mein Leben. Das Geheimnis ist die Suppe. 1,5 Jahre lang habe ich die perfekte Suppe gesucht. Oh, das ist eigentlich gar nicht so lange. Meine Familie ist schon seit Generationen im Nudelgeschäft. Dieser Erwartungsdruck. 15 Väter haben die Nudeln an 15 Söhne weitergegeben. Das ist ja dann schon eine ziemlich alte Nudel. Allerdings. Und ich, Nara, habe sie abgelehnt. Ich habe mich gegen meinen Alten gestellt und ein anderes Leben gewählt. Aber das erwies sich als echter Reinfall. Oh. Ich konnte es nicht leugnen. Salzige Brühe fließt in meinen Adern, Junge. Es war also Schicksal, dass aus ihnen wurde, was sie sind? Genau, Schicksal ist das richtige Wort. Oh, wie sehr habe ich dagegen angekämpft. Aber letztendlich hat mich die verdrehte Nudel des Schicksals gefesselt. Das wird witzig werden, wenn der alles immer in Nudelmetaphern ausdrückt. Das möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Im letzten Jahr habe ich also meinen Nudelstand aufgemacht. Die 15. Generation von Elduns Noodles. Okay, Elduns Noodles. Erzählen Sie mir bitte mehr über Elduns Noodles. Sie haben ja keinen Schimmer, wie genial meine Nudeln sind. Ich salze sie so sehr, dass sie noch salziger sind als Salz. Jetzt habe ich erst recht keine Lust mehr drauf. Papst ist Stammkunde an seinem Nudelstand. Er war schon am Stand meines Alten zu Gast, als er damals noch Anwalt war. Yo, er und seine Assistentin. Oh, okay. Tut mir leid, ich werde sicher bald mal vorbeischauen. Ich wünschte, das wäre möglich, Kleiner. Hä? Verdammt, wäre das schön. Ich würde so ziemlich alles für eine Schale Nudeln geben. Worauf wollen Sie hinaus? Er wurde gestohlen, mein Stand. Einfach weg. Gestohlen? Hä, wie kann man denn einen Stand stehlen? Es war gestern Abend. Ich habe so meine Runden gemacht und dabei in... Pfeife geblasen. Okay.
Die ist wie die Glocke vom Eisverkäufer, nur lauter. Die Leute beschweren sich sogar. Okay, der hat einfach einen transportablen Stand, ne? Das war das Wort, was ich gesucht habe. Einen transportablen Stand. Okay, dann kann es schon sein. Aber es ist trotzdem natürlich schwierig, den zu stehlen, behaupte ich mal. Aber zumindest möglich. Du versuchst ja nur, mich aufzumuntern. Achso, stimmt, wenn ich mich wieder zurückerinnere an die Sequenz, die wir beim letzten Mal am Anfang gesehen haben des Falls, das war doch sogar so, dass da jemand mit so einem riesigen Stand durch die Gegend gefahren ist, ne? Ganz kurz. Vielleicht war das sogar er. Oder halt dann der es gestohlen hat. Das klang mehr nach Sirene als nach Pfeife. Ich habe meinen Stand geschlossen und ihn am Haus abgestellt. Dann heute Morgen in aller Frühe war er weg. Mein Hab und Gut, mein Schatz, oh weh. Ja. Vielleicht hat ihn irgendein Rumtreiber weggekarrt? Nur so eine Idee. Nun, mir ist die Pose gerade. Und übrigens, seine Haare sind auch ganz cool, weil ich glaube, seine Haare sollen auch so ein bisschen, ja, ne, so ein bisschen nudelmäßig aussehen. Das ist sehr appetitlich. Nun, mir ist egal, wer es war. Ohne diesen Stand bin ich ruiniert. Meine gesamten Nudelschalen waren auch drin. Das ist das Traurigste, was ich den ganzen Tag gehört habe. Du verstehst mich. Wie auch immer. Genau darum geht's. Viel Glück. Gut. Moment. Was genau wollen Sie eigentlich von uns? Mein Nudelstand. Finden Sie ihn. Und an dem Tag, an dem Sie mir mein Baby zurückbringen, gibt's bei mir Nudelnsatz. So feurig und salzig, dass zwei Schalen tödlich sind. Dann brauche ich einen Anwalt. apropos, ich bin Anwalt. Ich arbeite als Verteidiger, nicht als Detektiv. Hier wohne ich. Schauen Sie einfach vorbei, wenn Sie noch Infos brauchen, okay? Okay, deswegen kann ich auf der Karte nach rechts gehen, ja, weil das ein Haus ist. Also ja, definitiv hat der Unfall von Phoenix was damit zu tun, mit dem Fall hier. Aber hundertprozentig. Versuchen Sie ihn möglichst noch heute zurückzuholen, Pollo. Ich muss Nudeln kochen. Noch heute? Das wird schwer. Die Dinge haben sich... Ah ne, Apollo sagte, sorry. Die Dinge haben sich inzwischen zum Bizarren gewendet. Verkehrsunfälle und Nudelstanddiebe... übrigens, da war noch etwas, wonach ich dich fragen wollte, Apollo. Hä? Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Hören Sie sich gefälligst an, welches Problem die Dame hat. Seien Sie nicht so unverschämt. Ich habe gestern Abend etwas verloren. Das heißt, etwas wurde mir gestohlen. Hey, was ist denn bloß los? Noch mehr Diebstähle und Gaunereien? Nun, jemand hat eines meiner Höschen gestohlen. Höschen? What? Okay. Tu es bitte. Es wurde also gestohlen, mein Höschen, ja. Genau, dein Höschen. Das ist echt eine Schande, ehrlich, Juicy Püppchen. Gestern Abend war ich alleine im Büro. Ich hatte mein Höschen dort zum Trocknen aus dem Fenster gehängt. Dann kam ein Dieb und nahm es mit. Mein Lieblingshöschen. Ich bin ihm nachgerannt. Gib es zurück, habe ich geschrien. Halt! Nun, das war ganz schön mutig von dir. Aber er ist mir entwischt. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dieses Höschen machen soll. Genau, weil das Bild, das wir gerade gesehen haben, haben wir nämlich auch ganz, ganz kurz in der Sequenz gesehen. Am Anfang, glaube ich zumindest. Was für eine Schande. Jawohl. Nun, wenigstens liegt der Tatort günstig. Ich zeichne ihn dir auf der Karte ein. Ja, das hängt alles zusammen. Ich mache mich da mal auf den Heimweg. Finden Sie meinen Stand, sonst würde es keine Nudeln für Sie geben, Pollo. Okay. Und helfen Sie hübsch meinem Juicy-Püppchen, verstehen wir uns? Mittlerweile haben wir ganz schön was um die Ohren, nicht wahr? Ja, schon. Gestern hatten wir noch nichts zu tun und jetzt sind es schon drei Fälle. Sieht so aus. Dann wollen wir mal sehen, wo wir jetzt stehen. Jedenfalls nicht in einem Gerichtssaal. So viel ist sicher. Okay, Zusammenfassung. Nur der erste Punkt auf unserer Liste. Phoenix Wright, die Fahrerflucht, wegen der Papst im Krankenhaus liegt. Wir müssen denjenigen finden, der ihn angefahren hat. Wer bezahlt uns eigentlich dafür? Und der zweite Punkt? Herrn Elduns bitte, den gestohlenen Stand wiederzufinden. Wofür uns eine Schale versalzene Nudeln versprochen wurde. Toll. Und der letzte Auftrag ist der von mir. Mein gestohlenes Höschen zu finden. Irgendwie freue ich mich langsam auf die Nudeln. Auf geht's, Polly! Die Straße wartet! Woher diese Begeisterung? Wie könnte es anders sein? Lass uns diese Fälle knacken, du und ich, wir schaffen das!
Na dann wollen wir uns mal ans Werk machen. Mal sehen, eine Fahrerflucht und ein gestohlener Stand. Und zu guter Letzt ein gestohlenes Höschen. Okay. Na gut. Dann legen wir doch mal los. So, ich habe jetzt auch die Auswahl, wo ich hingehen will. Aber an den Ort mit dem gestohlenen Höschen kann ich noch nicht hingehen. Aber mich interessiert am meisten der Unfallort, muss ich sagen, von Phoenix. Also der Ort, wo der Stand gestohlen wurde, schon auch. Okay, das ist interessant. Aber der Ort, wo Phoenix angefahren wurde, interessiert mich noch mehr. Also hier wurde Herr Wright von dem Auto angefahren. Laut Karte war es hier. Was für ein riesiges Haus. Wie im Chinesenviertel. Und ja, für alle Zuschauer, die nicht aus dem Süden von Deutschland sind. Ich sag Chinesen und nicht Chinesen oder Chinesen. Nur so als Info. Falls es noch häufiger vorkommt. Apollo, da drüben steht eine nett aussehende Dame. Komm, wir befragen sie. Okay. Und da ist auch die Polizei. Mich würde auch der Park dort drüben interessieren. Okay. Entschuldigen Sie, dürfen wir Sie etwas fragen? Okay. Okay, die sieht ja sehr interessant aus. Was wollt ihr? Wow, diese rauchige Stimme. Warum fange ich plötzlich an zu schwitzen? Okay, eine rauchige Stimme. Ich habe jetzt eher so eine hohe Stimme erwartet von ihr irgendwie. So wie ich sie gerade gesprochen habe, so ungefähr. Was für ein Haus. Sie müssen wirklich Knete haben. Puh, Knete, du würdest staunen, wie viele Leute man damit weich bekommt. So hätte ich sie jetzt eher gesprochen. Oder ich meine, wenn es schon gerade dran steht, soll ich sie eher rauchig sprechen? Puh, Knete. Ja, nee, das klingt ja eher nach einem Mandarin. Ich werde sie mal so sprechen, wie ich es gerade gemacht habe. Passt schon. Das ist das Kitaki-Anwesen, kleines Mädchen. Hä? Du, Kleiner, mit der Frisur, was willst du? Ich? Nichts, gar nichts. Wiedersehen. Apollo, wir müssen sie erst befragen, bevor wir gehen. Vielleicht weiß sie was. Aber die Kitakis. Das größte organisierte Verbrechersyndikat der Stadt. What the fuck? Wenn du etwas fragen möchtest, dann tu es. Falls du dazu wirklich manns genug bist. Richtig. Ja, das sind die richtigen Worte, um ihn auf Trab zu bringen. Hat sie denn keine Angst? Ich heiße Plum. Oder so. Okay. Plum Kitaki, Frau des vierten Oberhaupts des Kitaki-Familienbetriebs. Freunde nennen mich Little Plum. Ich bin der kleine Apollo Justice, Strafverteidiger. Schluck. Wenn Blicke töten könnten, wäre diese Frau eine Massenmörderin. Okay. Und auch interessante Musik. So, und in ihrem Besen hat sie einfach mal eine Klinge drin. Ist tatsächlich auch nichts Ungewöhnliches, dass solche Stab- oder Besenartigen Dinger auch Waffen sein können, aber okay. Erstmal untersuchen, würde ich sagen. Weil die ganze Farbe wurde ja auch umgestoßen. Ist das auch bei einem Unfall passiert? Irgendjemand hat das ganze Tor mit Farbe bespritzt. Was für eine Sauerei. Wurde die Farbe von dem Auto umgeschüttet, das meinen Paps angefahren hat? Genau so war's. Ja, und ich muss die ganze Sauerei wieder wegmachen. Solltet ihr denjenigen finden, der das angerichtet hat, dann bringt ihn her, klar? Natürlich. Sie würden ihm schon Beine machen, das alles wegzuputzen. Oh, du bist ja entzückend. Naiv, aber entzückend. Denjenigen, der das getan hat, werde ich persönlich wegputzen. Nichts hasse ich mehr als Schmutz und Unordnung. Oh, so coole Sachen würde ich auch gerne sagen können. Ich wette, dass du es kannst. Würden meine Zähne nicht so laut klappern, würde ich mitlachen. Okay, na gut. So, hier. Ein farbig leuchtender Drache. Warum habe ich nur das Gefühl, dass er mich anstarrt? Diese Farbe sollte wohl für die Neubemalung der Wand benutzt werden. Das ist richtig. Ich hatte einen Künstler damit beauftragt. Schon den dritten. Den dritten? Der erste kleckerte Farbe auf den Eingangsbereich, der zweite auf mein Kimono. Also habe ich sie getötet. Nein, erzählen Sie es nicht. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Okay, die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, die gute Dame. Puh. Achso, es ist dasselbe. Ich dachte, ich hätte den Baum angeschaut. Habe ich eigentlich auch, finde ich. Und nicht die Wand, aber okay. So, kann man noch den Eingangsbereich selber angucken? Ohne Farbe? Ja. Wow, was für ein riesiges Haus und was für ein großes Tor. Die Familie Kitaki ist reich und hat großen Einfluss. Ich denke mal, das spreche ich richtig aus. Das dürfte einfach asiatisch Kitaki ausgesprochen werden. Dürfte, glaube ich, passen. Ich mag den Fuchs. Er ist süß. Ach der, das ist unser Familienwappen aus der guten alten Heimat.
Ihr Familienwappen? Wir sind schlau wie der Fuchs und haben scharfe Zähne. Also eine Art Lebensweisheit. So, was fehlt dir noch, Apollo? Wie wär's mit einer blinden Justitia oder einer Statue? ich passe, danke. So, da oben steht noch Kitaki. Ich glaube, das hier ist alles dasselbe, das Tor halt einfach. Aber ich kann nochmal mir das Schild extra angucken vielleicht. Das ist aber dasselbe, okay, gut. Dann haben wir, glaube ich, alles gesehen. Ich kann jetzt auf jeden Fall nichts wirklich anderes mehr entdecken. Weil hier gibt es ja auch nicht so viele Details, die man hier entdecken kann. Okay. Gut, dann reden wir mit dir. So, die Kitakis. Little Plum, ein wirklich netter Name für jemanden, der so, ja. Sag lieber nichts zu, sie sagt nichts. Oder er sagt, wow. Was ist los, Apollo? Wie wär's, wenn du nicht mit ihr direkt, sondern über mich mit ihr reden würdest, ja? Hä? Das kommt mir aber reichlich überflüssig vor. Ich bin Anwalt. Ich bin für überflüssige Prozeduren da. Oh, kleines Mädchen. Du solltest wissen, wir sind Gangster. Gangs? Oh, das heißt also, sie sind die Bösen. Tu sie. Über mich, bitte. Ich flehe dich an. Die Bösen. Das hört sich gut an. Wenn das vorbei ist, brauche ich erstmal einen Kaffee mit Schuss. Es ist wirklich harte Arbeit, das Familieneigentum zu beschützen. Für uns, die Bösen, ist auch alles nicht mehr so einfach, wie es mal war. Oh, früher war alles besser. Sie wollen also sagen, die Geschäfte laufen nicht so gut? Reden wir lieber nicht übers Geschäft, wenn es nicht nötig ist. Okay. Ja, das ist auch, also Tusi ist auch ganz interessant, weil sie wirklich vor nichts Angst hat, weil sie, ich weiß nicht genau, ob sie wirklich so naiv ist oder ob sie nur ein bisschen so tut. Ich weiß nicht genau, aber ich mag sie auf jeden Fall bisher. So, der Unfall letzte Nacht. Ist dir gestern Abend ein Autounfall passiert? Gestern Abend? Natürlich können Sie nichts darüber wissen. Entschuldigen Sie meine Frage. Warte. Ja? Du meinst doch diesen Mann, nicht wahr? Der Mann, der 10 Meter durch die Luft flog und dann einfach aufstand und wegging? Das war mein Paps. Ich hätte es wissen müssen. Einer unserer Kapos? 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 Keine Ahnung. Meinte, er würde perfektes Kanonenfutter abgeben. Kapo? Kanonenfutter? Wären Sie so nett, nicht zu viel Fachjargon zu benutzen? Na jedenfalls, brachte es nichts als Ärger. Ich mache seit heute Morgen schon diese Sauerei weg. Bäh. Sie machen die Farbe weg? Okay, verspritzte Farbe. Wurde diese Farbe zum Zeitpunkt des Unfalls verschüttet? Es war gestern gegen 21 Uhr. Ich hörte ein lautes Krachen. Und fand deinen Vater, wie er in einem See aus Farbe ertrank. Also haben sie ihn gerettet? Das hast du meinem Mann, dem Boss, zu verdanken. Das Auto, das sein Vater angefahren hat, fuhr auch über die Farbeimer. Bog um die Ecke und brauste davon. Weißt du, wir sind gerade dabei, unsere Wand neu zu bemalen. Ich bin mir ganz sicher, dass der Drache mich anstarrt. Aber warum sind sie hier draußen und machen sauber? Was meinst du damit? Ich meine, sind sie denn nicht ein Gangster? Haben Sie denn keine Handlanger, die solche Drecksarbeit für Sie machen? Das ist eine gute Frage. Bitte, lass mich fragen, wenn du was. Nicht so förmlich, kleiner Anwalt. Ich denke, wir Gangster haben ein gewisses Image. Ja. Aber weißt du, wir sind gemeinschaftsorientierte Gangster. Der Boss gibt den Leuten gerne was zurück, verstanden? Wie großmütig. Ich habe die öffentlichen Einrichtungen benutzt, um den ganzen Müll zu entsorgen. Jetzt bleibt nur noch die Farbe auf der Straße. Öffentliche Einrichtungen? Damit meint sie wohl diesen Mülleimer. Mhm, okay. Den sollten wir uns angucken. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen bisher, stimmt. Aber ich kann ja auch auf die andere Seite hier noch gehen. Und ich muss mal kurz einen Schnitt machen. Übrigens, Moment. Puh, das war knapp. Ich habe nämlich vergessen, meinen 3DS ans Kabel zu hängen. Und der wäre jetzt fast ausgegangen. Aber jetzt hängt er am Kabel und wird aufgeladen und alles gut. So. genau, wir gucken uns noch die andere Seite an. Hallöchen. Wer ist das? Sie schaut zum Park rüber. Sie ist hübsch. Ja, finde ich auch. Ich wette, sie hat eine Geschichte, weißt du? Sie hat sowas an sich. Schade, dass sie es anscheinend eilig hat. Das war's. Oder wie? Okay. Aber die kommt ja auf jeden Fall nochmal wieder. Was ist eigentlich da im Hintergrund los mit dem Polizisten und der anderen Person? Versucht die andere Person in den Park einzubrechen gerade, oder wie? Keine Ahnung. Ich guck mir erstmal den Rest an.
Volkspark. Irgendwie ein komischer Name für so einen verlassenen Ort. Ich frage mich, warum er so heißt. Huch, da steht was auf dem Torpfosten. Wie? Oh ja, da steht gestiftet von Big Vince Kitaki. Big Vince? Du meinst, die Kitakis haben diesen Park gebaut? Das ist aber nett von ihnen, der Gemeinde so etwas zu spenden. Wir sollten nicht zu gut über sie denken, verstanden? Ein Gangster, der einen Park baut. Komische Sache für einen Verbrecherboss. Ja, vielleicht hat er da all seine Leichen vergraben oder sowas. Dann der Polizist? Ich persönlich interessiere mich eigentlich mehr für diesen Park. Ich wette, ich weiß, was dort ist. Sie drehen einen Film. Komm, wir sehen nach. Vielleicht sehen wir jemand Berühmtes. Hey, Kleine, du darfst nicht in den Park. Er ist böse auf mich. ist hier was passiert, Herr Wachtmeister? Wie? Nein, geht weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Warum geht ihr Kinder nicht woanders spielen? Wir sind keine Kinder und wir spielen nicht. Ich bin Anwalt. Irgendwelche Probleme? Na, Inspektorin Sky. Alles in Ordnung? Keine Vorkommnisse? Sky? Emma! Inspektorin? Warum trägt sie einen Laborkittel? Gerade du solltest die Klamotten anderer Leute nicht kommentieren. Und diese Kinder? Schaulustige, sie behaupten ernsthaft Anwälte zu sein. Ah, und warum verschwindet ihr nicht einfach und geht mal anders spielen? Sehen Sie, wir sind keine... Sonst gibt's was ins Gesicht. Yeah, oh. Wie wär's mit einer Dosis Hydroxydaseline-Dose-Trase oder so? Natürlich. Wie bitte? Was soll das sein, dieses Hydroxy-Zeug? Was es auch immer ist, es hört sich nicht gut an. Chusi, komm, wir gehen. Versuchen Sie bitte, das Gesindel fernzuhalten. Wird gemacht. Und sie ist wieder weg? Ich will mit ihr reden. Ach, wie können wir so nur an mehr Informationen rankommen? Warum fragen wir nicht einfach die nette Dame auf der anderen Straßenseite? Oh ja, die nette Dame. Schluck. Okay. Wir haben sie gesehen. Ja. Aber das war es auch schon. Aber ich meine, ne, die würde ja noch häufiger vorkommen, hoffe ich mal. Und ich fand es auch cool, Emma wieder zu sehen, weil ich mochte ja Emma auch schon sehr im Bonusfall aus dem ersten Spiel. Und sie wird hier bestimmt auch wieder cool sein, weil sie halt als Wissenschaftlerin auch immer versucht, die Tatorte dann schön zu analysieren mit Blutspritzern oder Fingerabdrücken oder sowas. Und wenn das ja auch nur ansatzweise so vorkommt, dann fände ich das echt cool. So, aber ich will mir jetzt noch kurz den Rest angucken, den Mülleimer eben. Da steht ein großer Mülleimer auf dem Weg in den Park. Ich denke, den sollten wir uns genauer ansehen. Aber dürfen wir das? Das Leben eines Detektivs ist eben hart. Ich bin ja eigentlich an... Huch? Das sind zwei Dinger im Abfall mit Farbe dran. Ach, den dürfen wir uns angucken, oder wie? Na gut, das sind Pantoffeln. Sie sehen wie die Pantoffeln aus, die man im Krankenhaus bekommt. Sieh mal, Apollo, gehört das nicht zu einem Auto? Das ist ein Außenspiegel. Das Auto muss irgendwas oder irgendwen gestreift haben. Warte, du meinst doch nicht? Doch, er könnte von dem Auto stammen, das Herrn Wright angefahren hat. Wow, und er hat den Spiegel abgerissen? Papst ist so stark! Ich habe in meiner Tasche leider nur Platz für eine Sache. Was willst du nehmen? Ich muss mich... Oder habe ich ja gar keinen Bock, mich zu entscheiden. Ich will einfach beides mitnehmen. Und vor allem, das ist eine ziemlich schlechte Ausrede, dass man nur für eine Sache Platz hat, weil was Phoenix auch schon immer dabei hatte teilweise, oder allgemein Videospielcharaktere, ne? Ich meine, die Kartoffeln sehen so aus, als würden sie aus dem Krankenhaus stammen. Und das kann ja auch wichtig sein, weil ja Phoenix immerhin im Krankenhaus ist. Aber ich meine, bei dem Spiegel... Könnten wir dann wenigstens überprüfen, auch anhand der Farbe, zu welchem Auto der gehört, weil wir halt einfach nur irgendwo ein Auto finden müssen, was nur noch einen Seitenspiegel hat und wo der andere fehlt. Und deswegen ist das schon wichtiger, denke ich. Aber ich werde nicht aufgehalten, tatsächlich, ja. Aber ich meine, ich muss halt dann vielleicht nochmal später hierhin zurückkommen und dann einfach wechseln. Weil das kann ich ja, warte mal, das kann ich ja wahrscheinlich, oder? Okay, ich meine, da ist auch Farbe drauf, ne? Das ist schon auch nicht unwichtig, irgendwie. Okay, genau, ich könnte wechseln. Aber ich lasse es mal. Nein. Okay.
okay. Aber das muss ich wirklich bedenken. Also wenn ich mal irgendwann nicht weiterkomme, muss ich daran denken, dass ich noch ein weiteres Beweisstück habe. Was ich aber nicht mitnehmen kann. Das finde ich sogar fast ein bisschen nervig irgendwie. Weil warum kann ich nicht einfach beide mitnehmen? Weil so muss ich halt dann eventuell nochmal später zurücklaufen irgendwann. Aber na gut. So, jetzt noch das hier. Ich wüsste zu gerne, was hier passiert ist. Hey, ich habe gesagt, dass hier niemand rein darf. Außer du bist scharf auf eine Extra-Portion Hydro irgendwas. Er hat auch was, was ich am Ende gesagt. Hm, nichts zu machen. Okay, jetzt nochmal ganz kurz dann das hier. Am Parkeingang sieht's nach Ärger aus. Ich kann den Ärger schon riechen. Sie dürfen den Park nicht betreten, werte Dame. Von Ihnen lasse ich mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe, Sie Grünschnabel. Auf meinem Nachhauseweg gehe ich immer durch den Park. Kommen Sie bitte da runter, sonst verletzen Sie sich noch. Das ist aber eine resolute alte Dame. Aber ist es nicht sie, ne? Das ist nicht diese alte Dame. Ich glaube nicht. Nein, ich hoffe es auch nicht, dass sie hier vorkommt. Die kam ja in jedem anderen fucking Ace Attorney, also in den ersten dreien halt, bisher vor, weil sie im dritten ja halt noch bei den Credits vorkam einfach mal. Und ich hoffe, dass sie hier wenigstens jetzt mal wirklich nie vorkommt. So, will ich das noch kurz machen jetzt mit ihr, weil ich kann jetzt mit ihr über neue Dinge reden. Richtig? Genau, ich mach das mal noch kurz. Darf ich sie etwas fragen? Was? Was ist im Park auf der anderen Straßenseite passiert? Oh ja, ein ziemlicher Trubel. Chicago-Blitzgewitter, wie der Boss sagen würde. Chicago? Was? Schüsse, es wurde jemand erschossen. Noch dazu unter seltsamen Umständen. Seltsam? Was für ein Morgen. Überall Ärger. Im Park, am Tor, sogar in unserem Haus. Ist auch etwas in Ihrem Haus passiert? Ein ruchloses Verbrechen. Schamlos. Es geht um eine private Angelegenheit. Wollt ihr davon hören? Irgendwie denke ich, dass Nein die falsche Antwort ist. Ach, wir dürfen sogar echt nachfragen. Okay, ich dachte jetzt, das dürften wir nicht erfahren, aber wir dürfen sogar nachfragen. Dann tun wir das mal noch. Also, was ist in Ihrem Haus passiert? Unterwäsche. Gestern Nacht. Ich ahne da was. Okay, es gibt hier einen Unterwäschendieb. Ich, Little Plum Kitaki, bin Opfer eines Höschenjägers geworden. Was? Also wurden nicht nur meine Höschen geklaut? Dich hat's also auch erwischt, armes Ding. Wie ich schon sagte, wer so etwas tut, ist ein abgebrühter Verbrecher. Da steckst du doch nicht etwa dahinter? Nein, natürlich nicht. Aber Amen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in letzter Zeit einige Höschen verschwunden sind. Und die geklauten Höschen haben alle etwas gemeinsam. Bei Chusis und Frau Kitakis Höschen kann ich mir kaum was Gemeinsames vorstellen. Die Farbe einfach. Wenn ich mir Frau Kitakis Höschen so vorstelle. Ja, bitte nicht. Wir werden ihr Höschen schon wiederfinden. Großartig. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Wo hast du mich diesmal nur wieder mit reingezogen, Chusi? Kennst sie wieder? Das Mädchen von vorhin. Oh, willkommen zu Hause, meine Liebe. Ah, hallo, Mutter. Sie ist auch eine Kitaki? Oh, Fräulein, Fräulein. Hm? Hier, unser Flyer. Die Alles-Agentur, right? Alles-Agentur? Genau, gefällt dir unser neuer Flyer? Also, das ist unser Strafverteidiger, Herr Apollo Justice. Strafverteidiger? Schauen Sie einfach in unserem Büro vorbei. Wir erwarten Sie. Auf Wiedersehen. Okay, die ist komisch. Warum hast du ihr unseren Flyer gegeben? Weiß nicht, sie sah so aus, als könnte sie Hilfe gebrauchen. Sie ist die Erbin einer Gangsterdynastie. Sie braucht unsere Hilfe nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hm? Okay. Sehr interessante Sachen sind hier passiert, aber ich würde erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Apollo Justice Ace Attorney. Beim nächsten Mal geht's dann hier noch weiter. Weil ich meine, hier beim Park oder in der Nähe des Parks kann ich ja jetzt erstmal nicht mehr so viel machen, anscheinend. Aber wir können ja dann mal zu einem der anderen Tatorte gehen, nämlich zum Beispiel dann eben zu dem Nudelstand-Tatort, weil wir ja dort noch gar nicht waren. Und wie gesagt, das hängt aber sowas von alles miteinander zusammen. Wie genau, habe ich noch keine Ahnung aktuell, aber das wird sich dann schon noch klären. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.